Ihr wisst es. Sehr geehrter Herr Präsident, Vertreter auf der Regierungsbank, Hohes Haus, ich hätte mich heute sehr gerne substanzielleren Themen hier gewidmet. Allerdings, nachdem ich als Jugendsprecher meiner Partei draufgekommen, wie substanzlos ist, was hier im sogenannten Regierungsprogramm kundgetan wurde zum Thema Jugend, muss ich heute doch deutlichere Worte finden. Hören Sie nur gut zu, vielleicht können Sie auch einiges mitnehmen. Der Bundeskanzler hat beispielsweise davon gesprochen, dass er eine sogenannte Ausbildungsgarantie für Jugendliche hier sicherstellen will. Wie sagt man so schön, Ihre Worte höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Und ich frage mich hier ganz konkret, wie soll denn das alles funktionieren? In etwa mit der sogenannten Maßnahme, das Wahlalter von Jugendlichen bei Betriebsratswahlen abzusenken. Also das kann es ja wirklich nicht sein. Ich muss ganz offen sagen, da lachen ja die Hühner, dass das mit so einer Maßnahme hier funktionieren soll. Wie ich es auch eingangs erwähnt habe, letztlich handelt es sich um Luftblasen, um nicht mehr und nicht weniger. Weiteres Beispiel, man kündigt einen sogenannten verstärkten Gewaltschutz für Jugendliche an. Ja, da stelle ich wiederum die Frage, was meint man hier konkret? Etwas anzukündigen, verstärkte Maßnahmen anzukündigen, nichts Konkretes, alles nur Blabla. Ich habe auch erfolglos versucht, bei den sogenannten jugendpolitischen Maßnahmen in diesem Programm, in diesem Regierungsprogramm, konkrete Maßnahmen herauszulesen. Da wird beispielsweise die Jugendvertretung als Sozialpartnerkomponente angekündigt. Ja, das würde ich ja glatt als maximal oder als maximal als gefährliche Drohung hier einstufen, denn ich gehe davon aus, dass noch kein Jugendlicher in unserem Land jemals etwas von dieser Organisation gehört hat, und das ist genau der Punkt, auf den ich hinweisen möchte. Wir sollten schlichtweg das Ohr bei den Jugendlichen haben, und das ist letztlich auch ein Tipp von uns. Hören Sie sich endlich einmal unter Jugendlichen an, haben Sie das Ohr bei den Jugendlichen, wir haben es in unserer Wahlbewegung getan. Wir waren bei den Jugendlichen, und wenn wir daran denken, dass ja jetzt ein regelrechter Ausnahmezustand in dieser Republik ausgebrochen ist, weil die Freiheitliche Partei bei über 40% bei den jungen Wählern gelandet ist, dann sollten sich alle mal von den anderen Parteien die Frage stellen, warum das so war. Wir haben Probleme angesprochen, wir haben Lösungen angeboten, wir haben den Jugendlichen Halt gegeben. Und das war letztendlich der Grund, warum wir hier in diesem Wählersegment so stark einbrechen konnten. Vielleicht noch ein kleines Wort zur Integrationssprecherin der Grünen, die jetzt leider nicht mehr hier ist. Ich sage auch ganz klar, Recht auf Heimat ist auch ein Grundrecht für die österreichische Bevölkerung. Ich persönlich würde mir hier endlich einmal wünschen, dass man Vorschläge dazu macht, wie man hier mit diesem Grundrecht für die österreichische Bevölkerung umgeht. Das ist, glaube ich, viel, viel essentieller für die Zukunft. Auch noch eine kleine Bemerkung, zum Kollegen Juri. Ich möchte nur so viel sagen, welch bekannter Proponent aus dem Bündnis Zukunft Österreich ja eigentlich für den Türkei-Beitritt zur Europäischen Union gestanden ist. Denkt einmal darüber nach, ich glaube, ihr wisst schon, wen ich meine. Abschließend möchte ich jetzt einen Entschließungsantrag hier einbringen, und zwar, der sehr gut auf die Wirtschaftskrise passt, nämlich betreffend Gehaltsbeschränkungen für Manager staatsnaher Betriebe und Manager, deren Banken die Unterstützung des Bundes in Anspruch nehmen. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung, insbesondere der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie sowie der Bundesminister für Finanzen wird aufgefordert, das Erforderliche zu veranlassen, damit die Gehälter der Manager von staatsnahen Betrieben, ich führe hier als Beispiel an die ÖBB oder die ASFINAG, respektive Manager jener Banken und Versicherungen, die die staatlichen Hilfen in Anspruch nehmen, mit der Höhe des Gehalts des Bundeskanzlers gemäß dem Bundesbezügergesetz gedeckelt wird. Danke.